Uhuhu, weiter geht's hier zwischen den... Au! Das fängt schon mal gut an. Zwischen den Rohren. Sieht nicht gut aus. Ah, okay. Dann tritt's auf. Ja, bam. Haben wir es rausgeschafft. Und hier damit herzlich willkommen beim 10. Part, glaube ich. Basis Außenbereich. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Da wollen wir hoch. Da gehen wir jetzt hin. Jump. Ah, hier haben wir ein neues Lager, oder? Ja. Nice. Ausrüstung. Wir gucken mal, ob wir da irgendwas machen können jetzt schon mittlerweile. Bogen-Upgrades. Verstärkte... Was? Verstärkte Wurfarme? Was ist das denn? Gewickelte Sehne. Verstärkte Wurfarme. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglichen. Wie viel haben wir? 1300. Okay, das wären jetzt zusammen 450. Wir schauen uns mal noch kurz die anderen Waffen an. Größeres Magazin. Was? Gepolsterter Schaft. Stabilisierung, okay. Rücklauf, Bremse. Ah, das ist da alles noch gesperrt hier. Ah, ne, das ist noch gesperrt, okay. Doppelmagazin zum schneller Nachladen. Ja. Polierter Auswerfer. Ah, okay, Schussfrequenz. Okay, das wären jetzt schon... Mal kurz überschlagen. Ja, so circa 1200. Salvenmodus. Gewehr hat einen Feuermodus mit 3 Schuss. Nee, das ist Quatsch. Größeres Magazin wäre schon ganz nice. Na gut, eigentlich auch nicht. Also wir sind ja jetzt bisher immer ganz gut klargekommen. Präzise und Zielhörer damit. Okay. Was brauchen wir da? Benötigt Belüfterschlitten. Und wir brauchen erst das, dann können wir uns das holen. Okay. Modifikation am Abzug erhöht die Schussfrequenz. Nee, das brauchen wir nicht. Okay, wir machen einmal das hier. Belüfterschlitten, alles klar. Ja. Rückstoßkompensierung, die Präzision und den Schaden erhöht. Und dazu hauen wir jetzt noch nochmal eine Schadenserhöhung rein. Ja, das klingt gut. Und dazu holen wir uns jetzt noch Schuss. Die beiden Dinge für den Bogen, da wir in erster Linie erstmal versuchen, immer stealth-mäßig durch die Gegend zu kommen. Deswegen müssen wir den Bogen erstmal ready halten. Wie viel haben wir jetzt noch? 481. Was gehen wir hier? Ach, da ist hier schon Maximum. Alles klar. Ja, dann bleiben wir erstmal dabei. Wir könnten jetzt zwar noch was fürs Maschinengewehrchen holen, aber das lassen wir erstmal weg. Ja, auf geht's zum Turm. Wo müssen wir lang? Hier rechts. Boah, Alter, was geht mit ihm? What the hell? Der will uns runterwerfen. Weg da, du hässlicher Wichser. Das ist echt jedes Mal Dreieck. Das verwirrt mich. Okay, wow. Verdammt, wie viele sind es? Komm, nochmal in die andere Position. Och, du Scheiße, hier ist halt noch einer. Boah, fuck, jetzt. Scheiße, weil das jetzt so stark ist, wackelt die ganz schön oder was? Okay, der ist weg. Gut. Da hätte ich jetzt nicht so präzise zielen können auf die Entfernung. Aber scheinbar jetzt, weil der so kräftig ist, zittert die beim Zielen. Boah, der war nice. Aber hier kommen noch mehr, oder? Ich habe gerade so eine Stimme von rechts gehört. Ich dachte, hier sind keine Gegner. Was machen die denn hier überall? Irgendwo ist noch einer. Oh fuck, da oben. Alter! Was wollt ihr von mir? Kann man hier durchschießen? Boah! Was hat denn er vor?
Nein! Na komm, zeig dich irgendwo. Und hier, exekutieren, exekutieren! Bam! Und du kriegst jetzt mal. Ey, geht mir doch nicht auf den Sack hier, ihr Fotzen. Oh, Scheiße. What? Jetzt. Na? War's das? Haben wir den? So, Leichen ausnehmen. Da ist... Ach du Scheiße, das sind noch mehr. Das sind ja jede Menge. Auf die Entfernung, wenn wir keinen Headshot machen, brauchen wir 2 Schuss. Das ist schon irgendwo scheiße. Alter. Wir machen mal den hier. Ist hier noch jemand? Nö. Da sind sie weg. Die Leichen verschwinden ganz schön schnell, das ist schade. Oh, hier. Was haben wir hier? Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Wurde es benutzt? Niemand weiß es. Weiter geht's. Oh ja, ich habe Schreie gehört. Wo seid ihr? Na, egal. Kommen wir in die Bude rein. Mach die Bude auf. Oh, Alter, wo kommen die denn alle her? Auf den Sack. Wo will er hin? Lasst mich doch mal in Ruhe. Was ist denn los mit euch? Den hier noch ausnehmen. Können wir... Ah, hier. Na gut, Feuer anmachen. Wozu? Können wir hier hochklettern? Ja. Was mit ihm? Noch was Schönes? Bergungsgut, alles klar. Kommen wir noch eins höher? Nein. Alright. Gehen wir weiter. Zack, hier hoch. Oh, ich höre schon wieder. Alter. Dein Gesicht, du Hurensohn. Alter, kommen die hier auf einmal her? Was? Welchen großen? Was für einen großen wollen die holen? Alter, zeig dich, du Pisser. So ein Wichser, ja. Ist jetzt hier mal Ruhe? So, hier Munition. Haben wir jetzt ganz schön rumgerotzt mit der Knarre. Ach du Scheiße. Alter, was ist das für einer? Aus dem Weg! Sie gehören mir! Holy shit! Ausweichen mit dem Kreis, alles klar. Ja, verfolge mich. Oh, Munition. Wie machen wir den jetzt kalt? Kommen wir irgendwo hochklettern? Wir kommen da niemals hinter den, oder? Der ist ja schon relativ schnell. Munition!
hängen geblieben. Ah, Munition sind wir voll, alles klar. Nehmen wir erstmal das hier. Was soll da denn? Können wir hier wieder hoch? Nein, schade. Hä, was hat der jetzt gerade gemacht? Wieso waren der aus der Deckung raus? Aber wir müssen den, glaube ich, zum Schlagen bringen, dann ausweichen und dann auf den Sack geben. Na? Alles klar, so machen wir das. Sagst du gute Nacht, Kollege? So. Oh. Hey Leute, chillt doch mal, was ist denn los? So, gibt's hier noch Munition? Das hier? Alles klar. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alles während des Kampfes aufgesammelt. Das nehmen wir noch mit. Wechseln erstmal auf den Bogen. Da ist Munition. Da gehen wir hin. Was? Oh, hier. Zack, aufgemacht. Bergungsgut. Feuer? Ne, brauchen wir da wieder nicht hin. Laufen wir da mit Fackel rum, obwohl wir keine Fackel brauchen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da hinten ist... ach, hier. Na ja, gut. Holen wir doch mal eine Fackel. Wo war das jetzt? Hier, ne? Ja. Angemacht. Section an. Das Fall ist jetzt nach unten, oder? Oh. Bergungsgut! Yay! Dann holen wir uns noch das Bergungsgut da. Kommen wir hier hoch? Testen wir gleich. Noch mehr. Das hier können wir auch aufbrechen. Das lassen wir noch mal kurz zu. Doch, wir können hier hoch. Okay. Wir müssen weiter nach da, oder? Und wir schauen uns erstmal um. Hier gibt es nichts. Auch hier ist noch eine Leiche. Ausgenommen. Da ist nichts, da ist nichts. Was passiert, wenn wir hier aufbrechen? Hallo! Oh, eine Kiste. Wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Ja, alles klar. Freue ich mich. Haben wir die. Da gehen wir mal weiter. Müssen wir jetzt noch hier, oder? Nach da drüben müssen wir. Klettert die das Seil auch nach oben? Scheinbar schon. Ah, alles klar. Hier dürfte jetzt wohl mal kein Gegner mehr kommen, oder? Mitten auf dem Turm. Okay. Ach du Scheiße. Los geht's. Das bricht doch ab, bevor wir oben angekommen sind. Natürlich. Komm, Lara, weiter nach oben. Ist das nicht ein bisschen kalt?
Dead ass, Alter. Und noch höher. Komm, klettern. Ey, das wird immer höher, Alter, mir wird schlecht. Wir haben es geschafft, Lara. Wir sind oben angekommen. Halt dich fest. Aber wir müssen noch höher. Willst du mich verarschen? Boah, ist das pervers. Und da fehlen Sprossen. Ja, ist klar. Alter Schwede. Komm, weiter geht's. Das verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Tja, die müssen ja auch nicht dort oben in 100 Meter Höhe sitzen. Und mit diesem schicken Rätsel hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.